Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie Dateien von einem Knapp-Hardware-Array abrufen können. Was ist zu tun, wenn Sie versehentlich einige Informationen gelöscht haben, die Festplatte formatiert wurde oder das NAS-Gerät ausgefallen ist? Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Der KNAPP-NAS-Speicher ist ein System, das aus mehreren Festplatten besteht. Um die Zuverlässigkeit der Informationsspeicherung zu verbessern, bieten solche Geräte die Möglichkeit, RAIDs in verschiedenen Stufen zu erstellen. Aber auch bei den zuverlässigen Speichersystemen können unerwartete Situationen auftreten, wie zum Beispiel versehentlichen Löschen von Dateien, Formatierung des Laufwerks, Systemausfall, Ausfall des Controllers oder andere Hardware und so weiter. Infolgedessen können wichtige Informationen verloren gehen. Wenn Ihr Gerät funktionsfähig ist und Sie nur versehentlich einige wichtige Dateien gelöscht haben, können Sie versuchen, diese auf dem Netzwerkpapierkorb wiederherzustellen. Sie können den Netzwerkpapierkorb einrichten oder überprüfen, ob er aktiviert ist, indem Sie Systemsteuerung Netzwerkpapierkorb öffnen. Prüfen Sie, ob diese Option aktiviert ist. Prüfen Sie dann, ob er für den bestimmten Ordner, aus dem die Dateien gelöscht wurden, aktiviert ist. Klicken Sie auf diesen Link, vergebenen Ordner. Suchen Sie dann den gesuchten Ordner in der Liste und klicken Sie auf Angeschaffte ändern. Hier sollte das Kontrollkästchen Netzwerkpapierkorb aktivieren markiert sein. Die Option Netzwerkpapierkorb wurde also aktiviert, was bedeutet, dass sich die gelöschten Dateien in dieser Ordnung befinden und sie wiederherstellen werden können. Öffnen Sie File-Station und navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem sich die gelöschten Dateien befanden. Hier sehen Sie einen Ordner mit folgendem Namen Recycled, in dem sich alle gelöschten Dateien aus diesem Verzeichnis befinden. Sie brauchen sie nur die markieren und auf Wiederherstellen zu klicken. Dann erscheinen sie wieder in diesem Ordner. Wenn Sie Ihr Knapp nicht mehr einschalten, ist das Gerät möglicherweise außer Betrieb. Aber was zu tun mit den Informationen, die auf der Festplatte verbleiben? Es ist nicht möglich, Dateien durch Abschließen des Geräts an den PC abzurufen. Sie können versuchen, das Gerät auszutauschen, aber auch es ist keine Garantie dafür, dass die Informationen nach dem Einrichten des neuen Servers auf den Festplatten erhalten bleiben. Entfernen Sie die Festplatten aus dem Knapp-Gerät. Achten Sie darauf, dass Sie sich deren Reifenfolge merken, da Sie die während des Wiederherstellungsprozesses benötigen. Diskfächer sind normalerweise wechselseitig kennzeichnet. Dann müssen Sie die Laufwerke in der richtigen Reifenfolge in das neue Knapp einbauen. Wenn der Schaden die Speichergeräte oder deren Inhalt nicht beeinträchtigt hat, ist es wahrscheinlich, dass Ihr neues System nicht von dem Schaden funktioniert. Sie sollten bedanken, dass das neue Gerät möglicherweise die restlichen Informationen auf diesem Laufwerk überschreibt. Daher ist es besser, spezielle Software zu verwenden, um verlorene Daten sofort wiederherzustellen. Hetman Raid Recovery kann helfen,
dass Scan-Dateien sowohl von funktionierenden Arrays als auch von einzelnen Festplatten wiederherzustellen. Auch wenn ein Teil der Laufwerke beschädigt ist und keine Daten von ihnen gelesen werden können, kann dann dieses Programm dennoch die restlichen Informationen von den anderen Laufwerken wiederherstellen. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, haben wir ein NAS mit 4 Festplatten, von denen 3 zu einem RAID 5 zusammengefasst sind. Was das Dateisystem betrifft, so verwenden alle KNIP-Geräte seit Jahren das XT-Dateisystem. Lassen Sie uns eine Situation simulieren, in der ein Controller oder ein anderes Hardware-Teil des Geräts ausgefallen ist. Bevor Sie den Wiederherstellungsprozess starten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie über einen Messenger-Speicher verfügen. Der große oder gleich groß ist wie alle Daten auf dem RAID verbunden. Schließen Sie anschließend die Laufwerke an einen Windows-Computer an. Normalerweise kann es beim Anschließen der Medien zu einem Problem mit nicht genügend SATA-Anschlüssen oder Stromsteckverbindungen kommen. Es gibt verschiedene Splitter und Port-Expander. Weitere Informationen finden Sie in den vorherigen Videos. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung korrekt ist und starten Sie Ihren PC. Laden Sie das Hetman RAID Recovery Programm herunter, installieren Sie es und führen Sie es aus. Wenn das Dienstprogramm gespartet wird, scannt es automatisch den Datenträger, erstellt daraus ein RAID und zeigt alle bekannten Informationen an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Array und klicken Sie auf Öffnen. Führen Sie zunächst einen schnellen Scan durch. Wenn die Laufwerke und Daten nicht beschädigt sind, reicht es aus, die Informationen aus dem RAID wiederherzustellen. Wenn der schnelle Scan die benötigten Dateien nicht findet, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Die Daten, die wir benötigen, befinden sich im Ordner Multimedia, wo sie von Webinterface des Geräts heruntergeladen wurden. Sie brauchen nur die Dateien zu markieren, die Sie wiederherstellen möchten und auf die Schaltfläche wiederzustellen, zu klicken, den Pfad zu speichern auszugeben und erneut auf Wiederherstellen zu klicken. Danach befinden sich alle Dateien in dem angegebenen Ordner. Viele Benutzer fragen, wie man RAID repariert, wenn ein Laufwerk ausgefallen ist. Theoretisch sollten Sie das ausgefallene Laufwerk ersetzen und alles sollte ordnungsgemäß funktionieren. Von Zeit zu Zeit geht jedoch etwas schief und beim Wiederherstellen kann es zu einem Absturz oder einer anderen unangenehmen Situation kommen, die zu Datenverlust führt. Knapp verwendet den Linux-Treiber MD-RAID zur Verwaltung des RAID-Verbunds. Wenn diese Datensätze beschädigt sind, kann das Betriebssystem nicht mehr auf diesem RAID zugreifen. Für den Benutzer stellt diese Situation wie ein Datenverlust aus. Hetman RAID Recovery ist in der Lage, Daten wiederherzustellen, wenn MD-RAID-Datensätze beschädigt sind und sogar wenn ein oder mehrere Laufwerke ausfallen. Aber denken Sie daran, die beste Möglichkeit, Datenverluste zu vermeiden, ist die Sicherung Ihrer Daten. KNIP unterstützt viele Software von Drittanbietern zum Sichern von Informationen und Laufwerke auf externen Speichergeräten, Remote-Servern und Cloud-basierten Sicherungsdiensten. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.